nächste Rednerin am Wort, die seit gestern neu angelobte NEOS-Abgeordnete Claudia Angela Gamon. Wir neigen hier ja dazu, das Budget danach zu bewerten, wie sich die Änderungen vielleicht auf uns selbst oder die eigene Klientel auswirken. Aber was wirklich fehlt, ist, dass man das Ganze mal auf die lange Frist betrachtet und auch über jene nachdenkt, die noch keine Stimme haben. Ist dieses Budget generationengerecht? Die Antwort ist leider nein. Mit diesem Budget werden uns Jungen neue Steine in den Schuldenrucksack gegeben, der eh schon recht schwer ist. Die Staatsverschuldung steigt jetzt nämlich schon zum 60. Jahr in Folge. Wir können Generationengerechtigkeit aber nicht nur danach messen, wie stark die Schulden steigen, sondern vor allem auch, weshalb sie steigen. Investitionen in die Zukunft werden in Österreich hinten angestellt, während wir einen Haufen Geld für vergangenheitsbezogene Dinge ausgeben. Das manifestiert sich jetzt auch in der sogenannten impliziten Staatsverschuldung, die in der Zukunft relevante Zahlungsverpflichtungen mit den zukünftigen Einnahmen gegenüberstellt. Und die ist im letzten Jahr von 271% auf 315% des BIPs angestiegen. Die Regierung macht da finanzielle Versprechungen, die sie niemals einhalten können wird, während wir in der Gegenwart um jeden Euro an Zukunftsinvestitionen ringen müssen. Das löst ja fast schon Regierungskrisen aus, wenn wir mal über Dinge wie Bildung reden. Mehr als das Doppelte des Bildungsbudgets wird nämlich im kommenden Jahr für die Pensionen in die Hand genommen. Und die Zuschüsse zur Pensionsversicherung werden um 3,2% steigen. Der werte Vergangenheitsminister Hunsdorfer hingegen stellt sich dabei her und glaubt, er hätte irgendwas bewegt, weil er den Finanzrahmen nicht ausschöpft. Und wir schwelgen hier in Glückseligkeit, ob der kurzfristigen Verbesserungen vielleicht, und werden dann in einer tristen Realität aufwachen, wo wir merken, dass die Pensionspolitik unsere Zukunft auffrisst. Der Bundeszuschuss wird von 2,9% auf 5,6% des BIPs bis zum Jahre 2060 steigen. Damit haben wir vor allem eines erreicht, nämlich dass wir keine Mittel mehr für Zukunftsinvestitionen haben. Die Dringlichkeit sieht diese Regierung nämlich nicht. Wir müssen uns ja bis Februar gedulden, bis da mal überlegt wird, was man tun könnte. Aber man muss schon sagen, wir haben keine Zeit mehr. Das drängt wirklich. Jede Stunde werden im Budget fast 2,3 Millionen Euro für Pensionen ausgegeben. Jede Stunde. Jede Minute leisten wir uns 39.000 Euro. Diese Beiträge werden in den nächsten Jahren steigen. Und das heißt, dass alleine schon während meiner Rede knapp 120 Millionen Euro aus dem Budget in Pensionen geflossen sind. Danke. Im Budget für 2016 seien die Zukunftsinvestitionen zu knapp bemessen, kritisiert Claudia Angela Gamon von den NEOS. So würden steigende Pensionsausgaben den Spielraum für die Zukunftsinvestitionen auffressen.